Habe aber damals noch nicht verstanden, dass ich zwar um Führung gebeten habe, aber die Zügel nicht losgelassen habe. Also ich war da, so wie ein kleines trotziges Kind, Gott hilf mir, aber ich sag wohin. Und das waren so zwei sehr schmerzhafte Jahre, aber sehr fruchtbar für, ja, für die persönliche Gottesbeziehung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaubenszeugnisse hier bei KTV. Heute bin ich hier in der Schweiz im Zug und neben mir sitzt heute die Eliane Elmiger. Eliane ist hauptberuflich Lehrerin und ehrenamtlich die Präsidentin von Adorai. Adorai ist eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche und heute erfahren wir mal ein bisschen mehr darüber, denn ihr veranstaltet so viel. Was gehört eigentlich alles zum Adorai dazu? Und ja, wie geht es dir in deiner Rolle, das ehrenamtlich zu leiten? Also, ich beginne mal bei Adorai. Adorai ist eine Bewegung, die vor 20 Jahren gestartet hat, eigentlich aus einem Durst heraus. Da waren junge Leute hier im Zug, die Durst hatten nach mehr. Sie wollten gemeinsam den Glauben leben. Sie wollten nicht die einzigen Jungen sein am Morgen, Sonntagmorgen in der Messe und haben sich so zusammengetan und haben begonnen, gemeinsam Lobpreis zu machen, gemeinsam sich zu treffen, zu beten, in Freundschaft unterwegs zu sein. Und über die Jahre sind so mehrere Gruppen entstanden, die eigentlich alle unter diesem großen Hut Adorai zusammengefasst sind. Es gibt heute insgesamt 13 Adorais in der ganzen Schweiz verteilt. Und für mich sind diese Gruppen vor Ort so die Pfeiler unserer Bewegung. Das heißt, es sind Leute, die sich jede Woche treffen, die gemeinsam beten, zusammen unterwegs sind. Und dann gibt es eben diese Events, die über das ganze Jahr verteilt sind, wo all diese Gruppen zusammenkommen. Zum Beispiel jetzt hier am Festival, das ist das große Highlight des Jahres. Dann haben wir einen Sporttag, der mehr missionarisch ausgelegt ist, wo auch Leute, die vielleicht noch nicht so mit Gott unterwegs sind, einen einfachen Zugang finden. Wir haben Schulungstage, wir haben Wanderwochenenden und ja, wie geht es mir in all dem drin? Es ist eine große Freude, hier mitarbeiten zu dürfen. Und es ist eigentlich ganz wunderbar, wie Gott mich da hineinberufen hat. Das war vor rund 2 Jahren, wo ich so ein Verlangen gespürt habe, etwas zurückzugeben für all das, was ich erhalten habe, für diese Freude, die mir Jesus schenkt. Und ich habe das ganz konkret hingelegt. Das war damals im Sommer. Und ich habe im Gebet gesagt: Herr Jesus, ich möchte mich engagieren für dein Reich. Zeig mir doch bitte wie. Und ich habe überlegt, was könnte ich tun und das und jenes. Und dann kam die Anfrage von Rahel, meiner Vorgängerin. Und ich war dann so: Okay, das ist wohl die Antwort von dir, Gott, aber ist es jetzt nicht eine Kiste zu groß für mich? Und ja, das ist eine Eigenschaft oder ein Merkmal Gottes, das mich immer wieder umhaut, wie er uns überrascht, wenn wir uns hineingeben. Okay, also du hast diese Aufgabe angenommen, nachdem du schon auch gebeten hast, Herr, hier bin ich, sende mich, so nach Genau, dem Motto. genau. Spannend. Was ist dir denn passiert, dass du diesen Wunsch verspürt hast, was zu investieren? Ich hatte das Glück, in einer gläubigen Familie aufzuwachsen, aber für mich war eigentlich als Kind oder auch als Teenager war der Glaube, wie ich ihn in der Familie gelebt habe, irgendwie nicht kompatibel mit dem, was ich in der Pfarrei erlebt habe. Und für mich als Jugendliche war die Kirche irgendwie so ein altes, verstaubtes, eine alte, verstaubte Institution und ich habe mich nicht wiedergefunden da drin. Und habe dann dank Adorai und dank Freunden, die ich kennengelernt habe, eine andere Seite der Kirche kennengelernt und habe eigentlich ja, eine kleine Kirchenbekehrung erleben dürfen. Und von diesem Gott und ich, wir sind gemeinsam unterwegs, so hin zu, oh wow, ich bin irgendwie Teil von etwas
etwas ganz Großem, etwas unfassbar Großem. Und von diesem Reichtum zu schmecken, das hat diesen Wunsch in mir groß gemacht oder wachsen lassen, dass ich mich da auch engagieren möchte. Du hast mal erzählt, dass die persönliche Frage nach Gott dich irgendwie lange umgetrieben hat. Gab es also einen Impuls, auch zu suchen? Und was hat dich denn da bewegt? Oder was war so ein Schlüsselmoment vielleicht, dass du gesagt hast, ja, jetzt irgendwie das Rätsel gelöst? Gab es so einen Moment oder irgendetwas, das dich da inspiriert hat? Also das Rätsel ist zum Glück noch nicht gelöst. Ich bin zum Glück noch, darf noch auf dieser großen Gottessuche unterwegs sein mit Eifer. Aber es gab diese Phase in meinem Leben, es war kurz nach dem Abitur, wo die Frage war, okay, was mache ich jetzt? Studiere ich das oder jenes oder jenes? Und ich habe versucht, diese Entscheidung aus mir herauszutreffen. Ich wollte etwas Gutes bewirken in der Welt. Ich wollte Gutes tun. Ich wollte meinen Weg finden. Und in diesem ganzen Suchen drin bin ich um mich selbst herum gekreist. Und das Kreisen um sich selbst ist dann meistens dann auch eine Abwärtsbewegung. Und ich war plötzlich ganz verloren inmitten dieser Gedanken, wo soll es hingehen. Und ich hatte keine Freude mehr. Und das war sehr ungewohnt für mich, weil ich war ein Kind, das sehr fröhlich war. Und dann plötzlich nach dem Abitur war diese Freude wie weggeblasen. Und ich konnte es mir nicht erklären. Und ich suchte noch mehr, okay, das war wohl der falsche Weg, ich studiere was anderes und hin und her und überhaupt. Und die Freude war weg, diese tiefe Freude. Und dann kam Gott wieder ins Spiel. Und ich habe Gott konkret gefragt, hey, was soll das? Wieso bist du irgendwie abwesend? Wieso? Ich verlange doch Führung von dir. Habe aber damals noch nicht verstanden, dass ich zwar um Führung gebeten habe, aber die Zügel nicht losgelassen habe. Also ich war da, so wie ein kleines, trotziges Kind. Gott, hilf mir. Aber ich sag wohin. Und das waren so zwei sehr schmerzhafte Jahre, aber sehr fruchtbar für die persönliche Gottesbeziehung. Weil plötzlich ist Gott viel realer geworden und das Gebet irgendwie tiefer durch das Unverständnis der Situation. Und da waren meine Eltern sehr wichtig. Und ich habe dann begonnen, die Bibel wieder zu lesen, mich vertieft mit Gott auseinanderzusetzen. Und dann im richtigen Moment kam die Begegnung mit diesen anderen jungen Gläubigen. Und das war dann so, ja, das kleine Feuerwerk. Zuerst die persönliche Suche nach Jesus, wer ist dafür mein Leben? Und dann im richtigen Moment die Begegnung mit den anderen Christen. Also es, ja, wunderbar, wunderbar, wie Gottes Feder da erkannt werden kann. Im Sinne von, wir haben keine Ahnung, was abgeht, aber retrospektiv ist wunderbar, seine Handschrift zu erkennen. Du sagtest, dass es einen Moment gab, wo du auch erkannt hast, dass du die Zügel aber noch in der Hand hältst. Wann hast du das denn erkannt? Gute Frage. Ich erkenne es wahrscheinlich heute immer noch. Ich glaube, es war schon die Begegnung mit anderen jungen Christen, wo ich gemerkt habe, irgendwie machen die was anderes. Machen die etwas anderes, anders in ihrem Leben. Und aus diesen Begegnungen heraus dann zu sehen, oh wow, die geben carte blanche. Die sagen, hey, hier ist mein Leben, mach du. Und ich glaube, dieses Zeugnis hat mich sehr bestärkt. Und wir sind ja geprägt von all unseren Erfahrungen. Und ich glaube schon, dass ich sehr geprägt war oder immer noch bin von diesem, ich weiß, wo es lang geht und ich muss es im Griff haben. Und ist schlussendlich eine große Versuchung, weil wir haben nichts im Griff. Ja, das stimmt. Jetzt hast du eben das Präsidium sozusagen inne für Adorai. Ich kann mir vorstellen, dass man da immer wieder auch herausgefordert ist, zu sagen, ich habe es nicht in der Hand, sondern eben Gott. Wie oder was hast du für Erfahrungen mit Leiterschaft in Bezug auf Gottvertrauen? Ich bin extrem dankbar, dass ich Leiterschaft im Adorai
leben und darin wachsen darf, im Sinne von, es ist eine ganz andere Leiterschaft, als ich zum Beispiel als Lehrerin erfahre. Da leite ich ja auch eine Klasse, aber es ist halt irgendwie eindimensional und es bleibt stets auf dieser menschlichen Ebene, die extrem wichtig ist, aber die halt nur die Hälfte ist. Und im Adorei zu erfahren, dass man eben, dass der Himmel mitwirkt, ganz konkret. Also der wirkt ja auch in der Schule mit, aber hier konkret davon Gebrauch machen, dass es Gottes Schiff ist, dieses Adorei. Und dass wir nicht die Steuermänner sind, sondern die irgendwie die Segel ziehen. Und das ist eine stetige Herausforderung, aber auch wunderschön. Und ja, ich liebe dieses Bild von Jesus und Petrus, wo Jesus Petrus sagt, hey, komm, sieh mich an, lauf übers Wasser. Und ja, ich glaube, da sind wir tagtäglich herausgefordert, übers Wasser zu gehen und eben loszulassen. Ich glaube, das Loslassen ist ein Schlüsselwort, das mich immer wieder begleitet. Schön, geht mir ähnlich. Für mich ist das Schlüsselwort momentan, ihn wirken lassen. Weil das ist etwas, ne, wie ich Zugang finde zu der Erkenntnis, ich muss es nicht machen, sondern ihn wirken lassen. Das hat, manchmal sind so Worte, die einem total helfen. Ja. Schön. Was du auch noch gesagt hast, was ich mir gemerkt habe, dass dich auch das Thema beschäftigt, raus aus der Komfortzone. Jesus fordert uns heraus, unsere Komfortzone zu verlassen, sagst du. Wie merkst du das? Ich glaube, wenn man nicht aktiv Teil der Kirche ist, hat man so ein kleinliches Bild von Gläubigen. Ah ja, die machen ihre Pflichten, die tun das und jenes. Und ich glaube, mit Gott unterwegs zu sein, sprengt diesen Rahmen extrem, wenn wir uns darauf einlassen. Ist doch noch ein gutes Beispiel. Gerade das Amt des Präsidiums fordert mich immer wieder insofern heraus, dass ich völlig überfordert bin mit einer Situation. Wir hatten gerade vor kurzem das Schweizer Fernsehen auf Besuch und ja, die säkularen Medien haben ein bisschen einen anderen Zugang. Und da wurde ich mit Fragen konfrontiert, wo ich keine Ahnung hatte, wie ich reagieren soll. Und weil es ja nicht Fragen sind, die man weltlich erklären kann. Und dann in so Situationen einfach sagen, okay, Herr, ich bin hier, wirk du durch mich, weil ich habe keine Ahnung wie. Ich glaube, dieses Überfordertsein holt mich oft aus der Komfortzone. Gerade beim Thema Evangelisation. Aber da, ja, ich glaube, sind wir täglich herausgefordert, uns selbst wieder so diesen Schubs zu geben. Und ich finde, dass ihr den auch gut macht als Adorei-Bewegung und vor allem auch jetzt an diesen Tagen am Adorei-Festival, wo es ja genau darum geht. Das Motto ist, Kirche Christi, baust du mit? Vielleicht noch zum Schluss, was ist denn dein Wunsch an die Kirche im deutschsprachigen Raum, zu der wir jetzt gerade irgendwie sprechen dürfen, wie Kirche mitgebaut werden kann oder soll? Ich glaube, meine größte Sehnsucht ist, dass alle kirchlichen Vereinigungen, sei es eine Pfarrei, sei es eine Jugendgruppe, dass sie Christuszentriert ist. Weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo man immer gefallen möchte. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Institutionen, Gruppen, dass man möglichst gefallen möchte. Wie können wir ein Angebot schaffen, das den Leuten gefällt? Aber Jesus hat auch nicht allen gefallen mit dem, was er gesagt hat. Aber es ist wahr. Und ich glaube, dass wenn wir Christus wieder ins Zentrum stellen, egal bei was wir tun, ist es jetzt ein Festival oder ist es einfach ein Abend mit Freunden, dann wird es fruchtbar. Sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle.
Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr bei dir für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Und vor allem auch freut es mich selbst persönlich, auch mal die Kirche in der Schweiz kennenzulernen. Und von daher bin ich auch gespannt, wie die Tage noch verlaufen werden. Und bei euch, liebe Zuschauer, möchte ich mich auch bedanken fürs Anschauen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier bei KTV.